Ich bin diesen Sommer mit zwei Kollegen durch die Stadt gelaufen und es war ziemlich heiß. Und dann haben wir uns gedacht, wir müssen ein Gläschen und ein kühles Getränk und sind dann an einem kleinen Lädchen vorbeigelaufen. Dort sind wir dann reingegangen, haben uns umgeschaut für ein Gläschen und ein kühles Getränk zu kaufen und haben dann gesehen, wie eine Frau irgendwie etwas am Fuß hatte, eine Bandage. Und dann haben wir sie angesprochen, was sie hat und ob wir für sie beten können. Und sie hat mehrere Zehen gebrochen. Und genau, dann haben ich und der eine Kollege für sie gebetet und ihr von Jesus erzählt. Währenddessen hat der andere Kollege mit dem Verkäufer und mit einem anderen Kunden, der noch im Laden war, auch angefangen, über Jesus zu reden und dann ein Evangelium teilt. Nach dem dritten Mal beten für die Frau war sie dann wirklich komplett geheilt, hat ihre Zehen wieder bewegen. So hat er das durch eine kleine Alltagssituation vier Leute von Jesus hören. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr die kleinen Alltagssituationen nutzt. Wir glauben, dass Gott überall, wo wir sind, Grosses vorbereitet hat.